hier, Leben Wrestling. The Miz äußert sich zu MJF. Im Cheap Heat Podcast hat sich The Miz zu den Vergleichen zwischen ihm und AEW-Star MJF geäußert. Demnach sei er der Meinung, dass Friedman in keinerlei Hinsicht eine Kopie von ihm sei und auch nicht versuche, der nächste Miz zu werden. So wolle jeder Wrestler sein eigenes Vermächtnis aufbauen und nicht einfach nur jemand anderes sein. Darüber hinaus hat der ehemalige WWE-Champion ein großes Lob an MJF ausgesprochen. Dafür, dass er bereits in seinem jungen Alter regelmäßig gute TV-Matches und Promos abliefert, während andere Wrestler in dem Alter noch an den Anfängen ihrer Karriere stehen. Jeff Hardy lehnt WWE-Angebot ab. Jeff Hardy hat seine Aufnahme in die WWE Hall of Fame abgelehnt. Das vermeldet der Wrestling Observer. Demnach habe man ihm angeboten, ihn in die diesjährige Klasse der Hall of Fame aufzunehmen und ihm im Zuge dessen seinen letzten WWE-Run zu geben. Hardy habe das Angebot jedoch ausgeschlagen, da WWE sich bis zu diesem Zeitpunkt geweigert habe, ihm die Ergebnisse seines Drogentests zuzustellen, der im Vorfeld seiner Entlassung im Dezember durchgeführt wurde. WWE-Superstar wechselt Roster. Big E wird fortan ein Teil des SmackDown-Kaders sein. Dies wurde im Rahmen der vergangenen SmackDown-Episode verkündet. Laut Fightful plant man nun, Big E und Kofi Kingston wieder gemeinsam einzusetzen, nachdem Xavier Woods verletzt ausfällt. Update zum Royal Rumble. WWE hat für das Royal Rumble Match der Frauen deutlich mehr als 30 Wrestlerinnen gebucht, das berichtete PW Insider. Dabei soll es sich jedoch nur um eine Vorsichtsmaßnahme handeln, falls bei einigen der Wrestlerinnen das medizinische Protokoll zum Tragen kommt. Demnach sei es auch sehr wahrscheinlich, dass viele der im Vorfeld gehandelten Wrestlerinnen schlussendlich nicht am Match teilnehmen werden. Rückkehr von Kenny Omega verzögert sich. Die Rückkehr von Kenny Omega zu AEW wird später erfolgen als erwartet, das berichtet Dave Meltzer. So arbeite Omega zwar hart daran, wieder vollständig fit zu werden, um im März seine Rückkehr feiern zu können, jedoch habe er sich in den vergangenen Wochen mit dem Coronavirus infiziert, wodurch der Zeitplan für sein Comeback zurückgeworfen wurde. Achtung, möglicher Royal Rumble Spoiler. Ronda Rousey unterschreibt WWE-Vertrag. Ronda Rousey hat erneut einen Vertrag bei WWE unterschrieben, das vermeldet Dave Meltzer im Wrestling Observer Radio. Demnach habe die ehemalige Raw Women's Champion einen Einjahresvertrag beim Marktführer unterzeichnet und werde sich dem SmackDown-Kader anschließen. Ob Rousey auch ein Teil des Royal Rumble Matches sein wird, sei laut Meltzer jedoch noch nicht beschlossen.